Es geht um den freigelassenen Journalisten Billy Six. Da können Sie mal aus Ihrer Sicht beschreiben, wie der Mann jetzt freigekommen ist. Also es handelt sich hier um einen konsularischen Einzelfall, in dessen Einzelheiten ich aus Persönlichkeitsschutzrechten nicht hier vortragen kann. Was ich gerne sage und auch noch mal betone, ist, dass sich die deutsche Botschaft von Beginn an der Inhaftierung von Billy Six für seine Freilassung eingesetzt hat und den Fall engstmöglich, so eng es die Umstände zuließen, betreut hat. Und es hat insgesamt 4 Haftbesuche gegeben. Die Haft war, glaube ich, insgesamt knapp 4 Monate lang. Wir haben in einem steten Kontakt mit den zuständigen Behörden uns dort ins Zeug gelegt und auch über das ganze letzte Wochenende die Botschaft Tag und Nacht Herrn Six bis zur Ausreise begleitet, haben das unseres Mögliche getan, damit er sicher außer Landes kommt, und er befindet sich jetzt auf dem Rückweg nach Deutschland. Herr Six und seine Familie behaupten, dass der russische Außenminister für seine Freilassung gesorgt hätte. Haben Sie darüber eigene Erkenntnisse? Wie bewerten Sie das? Und die Familie sagt, dass Sie als AA nie förmlich gegen die Inhaftierung von Herrn Six protestiert hätten. Jetzt habe ich gerade rausgehört, dass Sie ja gegen die Inhaftierung waren, aber haben Sie denn förmlich in Caracas gegen die Inhaftierung protestiert und die Freilassung gefordert? Ja, der Botschafter Daniel Kriener hat schon im November beim venezolanischen Außenministerium gegen die Verhaftung protestiert und für konsularischen Zugang und konsularische Betreuung geworben. Das haben wir die ganze Zeit über gemacht, auch von Berlin aus, in dem Kontakt mit den dafür zuständigen Behörden. Zu Ihrer anderen Frage, die Erklärung der Eltern möchte ich hier nicht kommentieren. Wir nehmen sowas natürlich zur Kenntnis. Wir haben über solche Vorgänge, habe ich keine Kenntnis, wie sie dort beschrieben sind. Eine letzte Nachfrage. Also es gab jetzt auch keine deutsch-russischen Verständigungen diesbezüglich auf Außenministeriumsebene. Nein, das ist mir nicht bekannt.